Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute kommt der dritte Teil meiner Erkenntnisse aus dem Jahr 2018 und heute reden wir über den sogenannten Mean Reversion Effekt. Im ersten Teil dieser kleinen Videoreihe haben wir über Positionsgrößen gesprochen. Im zweiten Teil, das kam dann auf dem anderen Kanal, auf dem Jens Rabe Kanal, haben wir über Vorurteile gesprochen. Und heute hier im dritten Teil möchte ich nochmal mit euch möchte ich nochmal was zum Thema Markt sprechen. Also was habe ich über den Markt gelernt oder was ist mir bewusst geworden? Ich glaube, dass ich jetzt aufgrund der langen Zeit, die ich an der Börse bin, jetzt keine extrem neuen Dinge mehr lerne. Also es sind jetzt alles keine Erkenntnisse, wo ich sage, oh, das hast du ja noch nie gehört und das ist jetzt das, was völlig neu ist, ne? Eine ganz neue Erkenntnis. Aber mir werden Dinge immer mal wieder sehr, sehr deutlich bewusst. Und eine der Sachen, die mir neben der Positionsgröße in diesem Jahr ganz, ganz deutlich geworden ist, ist der sogenannte Mean Reversion Effekt. Mean Reversion, was heißt das? Im Grunde genommen Rückkehr zum Mittelwert. Wir Optionshändler, wir kennen das aus dem Bereich der Volatilität. Das heißt also, Volatilität, wenn du sagst, lass es uns mal am Beispiel des VIX-Index festmachen, also des Volatilitätsindex, da gibt es einen Mittelwert und der ist vielleicht irgendwo im Bereich um 16, 17. Und jetzt gibt es immer mal Situationen, wo eben die Volatilität deutlich unter diesen 16, 17 liegt. 2017, wir haben Werte von knapp unter 9 gehabt. Und dann gibt es eben auch immer mal wieder Werte oder Zeiten, wo dieser Wert deutlich darüber liegt. Also beispielsweise jetzt hier im Februar 2018, als dieser Wert auf knapp 50 gestiegen ist. So. Und wir wissen alle, was passiert, wenn die Volatilität zu lange zu niedrig ist, dann schießt sie nach oben. Und wenn die Volatilität hoch genug ist, also wenn sie dann über den quasi auf der Oberseite ist, dann kehrt sie auch wieder zurück zum Mittelwert. Das ist für einen Optionshändler an sich nichts Neues, nichts Bedeutendes. Was mir aber eben auch in diesem Jahr sehr, sehr deutlich geworden ist, ist dieser Mean Reversion Effekt auch zum Beispiel in den Aktien. Wir haben ja eine Entwicklung gesehen in diesem Jahr, dass der Markt mit einem gigantischen Januar gestartet ist. Wir hatten einen der besten Monate, den wir jemals an der Börse hatten. Da ist S&P, glaube ich, knapp 7% zugelegt. Danach war das Jahr dann eher negativ. Also im Februar ging es runter, dann ging es wieder ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Es war von viel Volatilität geprägt. Und am Ende des Jahres, wir wissen noch nicht genau, zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt hier das Video aufnehme, ist noch nicht das Jahr ja noch nicht zu Ende. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie das Jahr enden wird, ob es leicht im Plus, leicht im Minus endet, wie auch immer. Auf jeden Fall wird dieses Jahr nicht in die Annalen der Geschichte eingehen oder der Börsengeschichte, dass man sagt, das war jetzt ein super, mega tolles Jahr, sondern es wird wohl eher ein schwieriges Jahr in den Geschichtsbüchern bleiben. So, und was ist mir dabei Aktien aufgefallen? Es gab natürlich die ganze Zeit Aktien, die sehr, sehr deutlich gegenüber dem breiten Markt gelaufen sind im positiven Sinne. Also, um mal so bekannte Namen zu nennen. Wir hatten eine Facebook, die hervorragend gelaufen ist, am Anfang des Jahres noch. Wir hatten eine Amazon, die das ganze Jahr recht gut gelaufen war. Wir hatten Aktien wie eine Nvidia. Nehmen wir mal einfach nur die, ne? Oder wenn wir auf die letzten Jahre auch noch mitschauen, die Chip-Hersteller, die hervorragend gelaufen sind. Wir hatten Aktien in Deutschland, wie beispielsweise eine Rational, die letzten Jahre ganz hervorragend gelaufen sind. Wir hatten eine Aktie wie etwa Wirecard, die in den DAX aufgestiegen ist und bis dahin herausragend gelaufen ist. Und jetzt ist ja so, der breite Markt hat am Ende des Jahres keine extrem große Bewegung gemacht. Das heißt, wenn du jetzt am Ende des Jahres, also da lege ich mich jetzt mal fest, es sei denn die nächsten 2-3 Tage, wo der Markt noch offen ist, passiert hier noch was ganz, ganz Extremes. Aber ich lege mich mal fest, der Markt wird jetzt weder nach oben noch nach unten etwas Extremes zum Jahresanfang angestellt haben. Wir werden vielleicht 4-5% im Minus sein, vielleicht sind wir es auch im Plus, ich weiß es nicht, aber es wird keine jetzt extreme Veränderung gegeben haben, wenn du sagst, wir bleiben beim amerikanischen Markt, Jahresanfang bis eben jetzt Jahresende. Bei einzelnen Aktien ist das dagegen aber ganz anders. Einzelne Aktien haben teilweise vom Hoch
extrem abgegeben. Zum Beispiel eben so eine Amazon, ne, die deutlich über 25% verloren hat. Eine Facebook, die weit über 30% verloren hat. Eine Nvidia, die, glaube ich, mittlerweile fast 50% oder 40% verloren hat. Wenn wir uns die Chip-Hersteller anschauen, die über 40, teilweise 50% verloren haben. Und mir ist einfach wieder bewusst geworden, dass es viele dieser Firmen gibt, die fantastisch sind und dass ich gerne in diese Firmen investieren möchte. Aber dass es natürlich auch immer mal wieder Phasen gibt, wo man sagt, und das ist keine neue Erkenntnis, das ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, ich habe noch nie davon gehört, ne? Dass es eben immer mal wieder Phasen gibt, wo diese Aktien außerordentlich gut laufen, dann muss man eben auch mit Attacke dabei sein. Und dann gibt es aber auch mal wieder diesen Punkt, wo man eben, wo es zurückgeht und wo man dann sagt, ah, okay, bloß weil so eine starke Aktie jetzt mal 10% fällt, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht weiterfallen kann. Ich habe dieses Jahr einen, finde ich, hervorragenden Ausstieg geschafft. Das war bei Facebook, wo ich zu sehr, sehr hohen Preisen noch ausgestiegen bin und bislang auch noch nicht zurückgekauft habe. Und es gibt andere Aktien, wo mir dieser Ausstieg nicht so gelungen ist, wo ich also erst später raus bin oder auch gar nicht herausgegangen bin, weil es vielleicht ein Investment-Case für mich ist oder so. Und das ist jetzt im Bereich der Aktien. Das gibt es natürlich aber auch bei Rohstoffen. Wir haben, ihr alle kennt, wir haben da schon in einem anderen Video darüber gesprochen, ihr alle kennt die Entwicklung von Erdgas in diesem Jahr. Das ganze Jahr relativ stabil und dann plötzlich schoss es extrem nach oben. Wir haben eine extreme Bewegung in diesem Markt gesehen. Wir haben eine extreme Bewegung in der Volatilität dieses Marktes gesehen und plötzlich dreht das Ganze wieder nach unten weg und was nach oben schießt, kehrt wieder zurück. Die Volatilität geht runter, die Preise gehen wieder runter. Eben Reversion to the Mean, Rückkehr zum Mittelwert. Und ich finde, wenn wir dieses Jahr so ein bisschen für uns reflektieren und wenn wir dieses Jahr ein wenig zurückverfolgen, dann ist das auch eine wichtige Erkenntnis, die wir haben sollten, weil es viele Rückschlüsse auf unseren Handel bringt. Also dass man einfach sagt, ja, okay, Märkte neigen dazu, wenn sie einmal in einem Trend sind, durchaus auch, wenn sie Momentum getrieben sind, deutlich, deutlich weiter zu fallen oder anzusteigen, als man sich das im Vorfeld denkt. Aber letztendlich kehrt alles wieder zum Mittelwert zurück. Anderes gutes Beispiel ist Erdöl. Wir haben, wer die COT-Daten von euch, also die Commitment of Traders-Daten, sich anschaut, da haben wir gesehen, dass wir schon im Frühjahr eine extrem große Short-Position der kommerziellen Marktteilnehmer hatten. Und wir haben immer darauf geschaut, okay, eigentlich müsste der Markt von den fundamentalen Daten, von den COT-Daten, müsste es nach unten gehen. Es ist aber nichts passiert. Nein, der Markt ist gestiegen, 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 gestiegen. Er hat deutlich nach oben übertrieben. Und plötzlich gibt es dieses auslösende Element und der Markt kracht wie verrückt nach unten und verliert eben sehr, sehr stark innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Und was passiert? Rückkehr zum Mittelwert. Also nicht zum Mittelwert, dass man sagt, Öl muss einen bestimmten Wert haben. Das meine ich damit nicht. Ne? Aber dass man sagt, okay, wenn es auf der einen Seite übertreibt, das kann ja sowohl nach oben als auch nach unten sein, dann muss es auch wieder die scharfe Bewegung in die andere Richtung geben. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ergeben sich daraus hervorragende Handelsgelegenheiten. Ne? Man muss es eben nur kombinieren mit Geduld, Ausdauer und, wie schon im letzten Video besprochen, richtiger Positionsgröße. Wobei hier wahrscheinlich Geduld und Ausdauer, dieses Abwarten können, dieses Warten auf diesen Punkt, wo man sagt, jetzt setze ich meine Erwartungshaltung durch, nicht dieses vorschnelle Hineinrennen. Ich habe auch in den letzten Tagen wieder gelesen, bei uns in der Facebook-Gruppe hat jemand geschrieben, der Markt war runter, wir hatten das erste ein oder zwei Panikzeichen. Oh, jetzt lädt uns doch der Markt wieder ein, Putz zu verkaufen. Wo ich sage, ah, lädt er uns das wirklich ein? Ne? Also ist das wirklich jetzt schon, bloß weil du ein Panikzeichen hast, dass du dann sofort Putz verkaufen musst? Oder ist das kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr? Also das heißt, dass man wirklich Geduld hat, dass wir nicht so schnell in Trades hineinrennen, dass wir einfach uns auch mal zurücklehnen und sagen, ah, mal nichts machen, kann auch ganz gut sein. Ne? Also das ist für mich ein wichtiges, auch hier wieder sozusagen Relearning, aus dem Jahr 2018. Das heißt also, meine zwei wichtigsten Dinge, die ich in diesem Jahr gelernt habe, über mein eigenes Verhalten am Markt, weil letztendlich sind es meine Erkenntnisse, nicht eure, sondern meine, ist ganz klar, Positionsgröße ist und bleibt das A und O. Und eben Nummer zwei, Mean Reversion Effekt, du brauchst Geduld, aber letztendlich
wenn du einen Markt hast, der es übertreibt, egal ob es jetzt Volatilität ist, ein Rohstoff, eine Aktie, wie auch immer, auf der einen Seite, dann sei dir immer bewusst, dass jede Übertreibung, sowohl im Positiven als auch im Negativen, über kurz oder lang wieder korrigiert wird. Und manchmal kann es durchaus über lang, lang, lang sein. Also es kann manchmal sehr, sehr weit gehen. Das heißt auch, sich nicht zu schnell gegen so eine Entwicklung stellen, sondern wenn man sagt, okay, ich kann sie nicht mehr mitgehen, weil das mit meinen fundamentalen Bedingungen nicht mehr übereinstimmt, vollkommen okay. Aber dann stell dich nicht aus Trotz dagegen, sondern warte halt ganz, ganz geduldig ab. Ich bin gespannt auf eure Dinge, die ihr gelernt habt. Ne? Also wenn ihr euch traut, wenn ihr sagt, ja, okay, ich will das auch mal mit den anderen mitteilen, dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare hinein. Schreibt mir mal rein, was ihr für Lerneffekte in diesem Jahr hattet. Und wenn ihr das habt, dann freue ich mich darauf, die mit euch hier zu teilen oder von euch zu hören, auch zu lernen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war das letzte Video in diesem Kanal für dieses Jahr. Das heißt, wir beginnen dann erst wieder im Januar. Das heißt, ich lasse euch jetzt bis zum Ende des Jahres in Ruhe. Deswegen sage ich an der Stelle für alle Zuschauer, die hier nur bei Optionsstrategien TV dabei sind, schon mal frohe Weihnachten, kommt gut rein. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Und dann euch alles Gute. Viel Erfolg an den Börsen im nächsten Jahr. Jetzt entspannt euch, erholt euch, nutzt die freie Zeit. Es wird wohl nicht ganz ruhig weitergehen im neuen Jahr. Wobei, vielleicht ist das ja auch schon wieder ein Vorteil. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.